She hates me. Puddle of Mud. Ihr benötigt folgende Akkorde. E. A. Fis. Und H. Für die Rhythmik der rechten Hand schlage ich euch folgende Hauptrhythmik vor, und zwar bei diesen vier Akkorden, bei E, A, Fis und H, macht ihr folgendes. Beim E spielt ihr Abwärtsschlag, Aufwärtsschlag durch die Luft, Perkussionsschlag und Aufwärtsschlag. Also ihr zählt bis 4 beim E, bei 1 Abwärtsschlag, bei 2 Aufwärtsschlag durch die Luft, bei 3 Abwärtsschlag, aber als Perkussionsschlag gespielt. Perkussionsschlag ist übrigens, ich zeige das immer wieder mal gerne, und zwar, wenn ihr die Saiten anspielt, aber gleich wieder mit dem Handball abstirbt. Ja. Und zwar ziemlich schnell, also wenn man das etwas langsam macht, ist es so. Etwas schneller, noch schneller und sehr schnell. Einfach nur so ein Kratzgeräusch in dem Augenblick, wo ihr die Saiten anspielt. Sofort wieder abstoppen. Also es klingt so ein bisschen kratzig, aber wenn ihr das jetzt in die Rhythmik einbaut, dann groovt das. Also bei Zählzeit 3 bei diesem E, diesen Perkussionsschlag, und bei 4 ein Aufwärtsschlag. Nochmal das, was er bei E macht. Also 1 Abwärtsschlag, 2 Aufwärtsschlag durch die Luft, 3 Perkussionsschlag und bei 4 Aufwärtsschlag. Okay, mal etwas schneller. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Okay, bei A macht ihr folgendes. Auch zählt ihr wieder 1, 2, 3, 4. Bei 1 macht ihr einen Abwärtsschlag, bei 2 einen Aufwärtsschlag, bei 3 einen Perkussionsschlag und bei 4 einen Aufwärtsschlag. Mal etwas schneller. Also 1, Abwärtsschlag, 2 Aufwärtsschlag, 3 Perkussionsschlag und 4 Aufwärtsschlag. Noch etwas schneller. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Okay, bei Fis macht ihr, zählt ihr auch wieder 1, 2, 3, 4 und spielt bei 1 einen Abwärtsschlag, bei 2 einen Aufwärtsschlag, bei 3 einen Perkussionsschlag und bei 4 spielt ihr schon den Griff H mit Aufwärtsschlag an. Okay, nochmal, das, was er bei Fis macht. Also 1 Abwärtsschlag, 2 Aufwärtsschlag, 3 Perkussionsschlag und bei 4 Aufwärtsschlag aber schon H greifen. Seht ihr? Dann geht es weiter mit H. Bei 1 ein Abwärtsschlag durch die Luft, bei 2 einen Aufwärtsschlag, bei 3 einen Perkussionsschlag und bei 4 einen Aufwärtsschlag. Okay, jetzt mal alle vier Akkorde langsam hintereinander. E, A, Fis und H. Und was ihr da an Rhythmik macht, zeige ich euch jetzt mal etwas hintereinander. Also E. 1, 2, 3, 4. A. 1, 2, 3, 4. Fis. 1, 2, 3, 4. Schön H greifen. 1, 2, 3, 4. Okay, das mal etwas schneller. Und 1, 2, 3, 4. Das ist die Rhythmik, die ihr eigentlich das ganze Lied machen könnt. Manchmal kommt aber nur Abschlag. Also das wird dann so gespielt, dass ihr nur so von oben die Akkorde spielt. Und dann macht ihr auch Folgendes. Und zwar spielt
spielt ihr beim E. 1, 2, 3, 4 Abschläge beim A. 1, 2, 3, 4 Abschläge beim Fis auch. Wieder bloß 1, 2, 3 Abschläge. Der vierte ist schon wieder auf das H. Und dann H wieder 1, 2, 3, 4. Ne? Also so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ihr könnt natürlich auch diese Lagerfeuer-Akkorde, sag ich mal, halt als Power-Chords spielen. Also die haben dann keine Terz. Das heißt, ihr würdet halt die Power-Chords einfach so verschieben. Das ist auf der E-Gitarre eigentlich auch vonnöten, denn wenn ihr da die Terz mit einbaut und habt einen verzerrten Sound, das klingt echt schief und störend. Da spielt man ja meistens jedenfalls solche Sachen halt mit Powerchords. Powerchords gehen ganz einfach, zeige ich euch nochmal. Und zwar, es ist einfach nur ein Griff, den ihr verschiebt und es kommt darauf an, wo ihr mit eurem Zeigefinger liegt und auf dem Ton, wo ihr dann liegt, halt, so heißt dann auch der Powerchord. Also wenn ihr euren Zeigefinger hier in den nullsten Bund, sage ich mal, ne, das ist der erste Bund, zweite Bund, wisst ihr ja, vielleicht wissen es manche nicht, das sind die Bundstäbchen, ne, und dazwischen, das nennt man halt die Bünde. Also hier ist der dritte Bund, zweite Bund, erste Bund und hier vorne ist der nullste Bund. Und dort tut ihr euren Zeigefinger in den nullsten Bund hin, auf die E-Seite. Viele werden sagen, ne, warum soll ich da drücken, wenn ich hier drücke oder wenn ich hier nicht drücke, es klingt doch immer gleich. Ja gut, es ist einfach nur dafür da, dass ihr einen Griff habt, den ihr dann halt euch angewöhnt, den ihr verschieben könnt. Wenn ihr da einmal hier nicht greift und dann hier herrutscht und hier wieder greifen müsst, ist auch Quatsch. So habt ihr dann einen Griff, den ihr einfach nur verschiebt. Also, Zeigefinger in nullsten Bund auf den Ton E, ist ja eure E-Seite, deswegen ist das der Ton E. So, jetzt den Ringfinger auf die A-Seite, den zweiten Bund auf den Ton H und den kleinen Finger auch nochmal auf die Oktave von eurer dicken E-Seite von dem E auf auch den Ton E im zweiten Bund auf der D-Seite, sodass ihr jetzt diese drei Töne, und zwar E, H, E habt, ne? Und diese drei Seiten, auf denen ihr jetzt greift, also die oberen drei Seiten E, A und D, nur die drei Seiten spielt ihr auch an. Also, ne? Und jetzt tut ihr einfach diesen Griff verschieben, diesen Powerchord E, weil ihr auf dem E liegt, heißt der Powerchord E. Wenn ihr den jetzt einfach so verschiebt und gebt Acht, das Feld ist frei, ne? Seht ihr hier auch. Das erste Feld ist frei. Es müsste dann, wenn ihr den verschoben habt, auch frei sein hier dazwischen. Jetzt liegt der Zeigefinger im fünften Bund. Dort habt ihr auf der dicken E-Seite den Ton A. Also heißt euer Powerchord jetzt Powerchord A. Jetzt schiebt ihr den wieder zurück, sage ich mal, in den zweiten Bund. Dort habt ihr den Ton Fis. Und deswegen ist das jetzt euer Powerchord Fis. Und den schiebt ihr jetzt wieder hierher noch in den siebten Bund, den Zeigefinger, auf der dicken E-Seite. Und da habt ihr den Ton H, also ist das jetzt euer Powerchord H. Und jetzt macht ihr genauso beim Zählen so, dass ihr bei dem Fis drei Zählzeiten bloß macht und das vierte schon auf H geht. Ich zeig's nochmal. Und macht nur Abschläge. Ne? Also so, erstmal langsam. 1, 2, 3, 4, jetzt zum H. 1, 2, 3, 4 zum Fis. 1, 2, 3 zum H. 4, 1, 2, 3, 4. Mal etwas schneller. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und das Ganze könnt ihr noch ein bisschen toppen, indem ihr es mit dem Handball beim Muting etwas abstoppt hier hinten. Und zwar kurz nachdem die Seite, wenn ihr die Hand so drüber schiebt, abgestoppt wird. Wenn sie klingt, dort ist ein guter Punkt, meistens so ein Zentimeter, nachdem die Seite hier über diesen Steg geht. Also da tut euren Handballen auflegen, ne? Hier so einfach, da klingt das alles ein bisschen abgestoppter. Wenn er zu weit reinrutscht, klingt es nicht, und wenn er zu wenig macht, dann ist es ja so, als wenn er gar nicht den Handballen auflegt. Also versucht es mal, wenn er den Handballen auflegt, klingt es dann so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ist das etwas wärmer, abgestoppter? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ach, auf jeden Fall diese zwei Grundrhythmen. Der eine vorher mit den Lagerfeuer-Akkorden, sage ich mal, können wir das jetzt mal machen, wo wir diese Rhythmik machen, die ich euch gezeigt habe mit den Perkussionsschlägen. Und eben diese, wo nur von oben gespielt wird. Und das können wir natürlich auch bei den Lagerfeuer-Akkorden machen. Aber dann nehmen wir mal, wenn das so kommt, dann lieber die Power-Chords, damit ihr auch diese Geschichte mal ein bisschen antastet. So. Jetzt spielen wir das Lied mal, es geht mit E los. Okay, also ich nehme gleich mal den ersten Grundrhythmus. E.